Continuamos con el punto 16. Wir kommen zu Punkt 16, Meinungsaustausch mit der Kommission zum Thema E-Zigaretten und wärmebehandelter Tabak. Zunächst einmal bekommt für die Generaldirektion Gesundheit der Europäischen Kommission Herr Andreas Ries für 10 Minuten das Wort. Bitte schön. Good afternoon. Meine Damen und Herren, vielen Dank dafür, dass Sie diese wichtige Diskussion anberaumt haben. Ich möchte eine kurze Präsentation geben über den Sachstand in Sachen E-Zigaretten und erhitzte Tabakerzeugnisse. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, so as you remember the Sie werden sich daran erinnern, dass die Tabakerzeugnisrichtlinie vor 4 Jahren, 2016, voll anwendbar wurde. Es wurden die Bestimmungen für Tabak und verwandte Erzeugnisse, wie zum Beispiel E-Zigaretten, festgelegt. Es ist das Kernstück der Gesetzgebung zur Tabakkontrolle. Es geht darum, Tabak und verwandte Erzeugnisse weniger attraktiv für junge Menschen zu machen. Die Richtlinie ist die erste umfassende rechtliche Bestimmung zur Regulierung von E-Zigaretten. Ergebnis der Richtlinie besteht darin, den Tabakkonsum zu senken und einen großen Gesundheitsschutz zu gewähren, insbesondere für junge Menschen. So, why we decided to regulate so, warum haben wir beschlossen, E-Zigaretten zu regulieren? Als die Richtlinie formuliert wurde, gab es bereits die Notwendigkeit, dies zu regulieren. Einige Mitgliedstaaten haben angegeben, dass E-Zigaretten per Funktion als Arzneimittel sehen. Andere haben das im Rahmen der Tabakerzeugnisse geregelt. 9 Mitgliedstaaten hatten keine spezifischen Vorschriften. Darüber hinaus hat der Markt stark zugenommen, ist stark gewachsen und es gab doch erhebliche Gesundheitsbedenken. Zum Beispiel irreführende Informationen, Mangel an Informationen, Langzeitauswirkungen und andere Themen mehr. Wir haben nur einige herausgegriffen und diese haben dazu geführt, dass man diese Erzeugnisse reguliert hat. Zigarettengebrauch hat zugenommen. Ich spreche jetzt von den Studien des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2017. 12 Personen haben versucht, E-Zigaretten zu verwenden. Bei jungen Menschen waren das sogar noch mehr. Also 25% bis zu 24 Jahre haben E-Zigaretten ausprobiert. Und dieses Phänomen sieht man auch in den Vereinigten Staaten. Der Zigarettenkonsum ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, aber insbesondere auch bei älteren Schülern und Studierenden hat der Konsum an E-Zigaretten zugenommen. Viele haben auch Bedenken in Bezug auf die Sicherheit von E-Zigaretten. Es gab in den Vereinigten Staaten vor kurzem ernsthafte Zwischenfälle in Bezug auf den Konsum von E-Zigaretten. Das hat zu sehr strengen Gesundheitsmaßnahmen geführt in der FDA und im Center for Disease Control in Atlanta und anderen zuständigen Stellen. Wie regulieren wir E-Zigaretten? Es gab auch Zwischenfälle in der EU in Bezug auf die Nutzung von E-Zigaretten. Wir kontrollieren dies weiterhin sehr genau, aber wir können stolz darauf sein, dass die Tabakerzeugnisrichtlinie starke Vorschriften enthält für E-Zigaretten. Beispielsweise Vitaminzusätze, Vitamin E zum Beispiel, das ist verboten in der EU.
Es ist verboten, Vitamine und andere Zusatzstoffe, die einen Eindruck einer gestärkten Gesundheit erwecken, hinzuzusetzen. Darüber hinaus haben wir die Nikotinkonzentration auf 20 Milligramm pro Milliliter gesenkt oder begrenzt. Darüber hinaus sind die Erzeuger und Importeure gehalten, die zuständige Behörde 6 Monate vor in Verkehr bringen, das Erzeugnis zu melden. Es werden allerdings nicht alle Aspekte bei E-Zigaretten harmonisiert. Vieles haben wir erst letztes Jahr erfahren, zum Beispiel der Verwendung von Cannabis-Inhaltsstoffen CBD ist nicht harmonisiert. Die Popularität von Zigaretten bei jungen Menschen ist besonders besorgniserregend, insbesondere weil es so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen gibt. Die Mitgliedstaaten können über die Bestimmungen hinausgehen und können Geschmacksverbote für E-Zigaretten verhängen. Ein Mitgliedstaat hat dies bereits getan und andere planen dies. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus auch das Bewusstsein auf nationaler Ebene durch Kampagnen verstärken. Es gab einige Mitgliedstaaten, die strengere Bestimmungen verhängt haben nach Berichten über negative Zwischenfälle in den USA. Jetzt zu erhitzten Tabakprodukten in der TBD. Diese enthalten Tabak und werden auch entsprechend reguliert. Die TPD hat spezifische Verfahren für die sogenannten neuen Tabakerzeugnisse eingeführt. Diese müssen gemeldet werden oder genehmigt werden von den zuständigen Behörden. Viele von Ihnen wissen, dass am 20. Mai ein Mentholverbot gegriffen hat. Es werden keine Mentholzigaretten auf dem EU-Markt mehr zulässig sein, in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Richtlinie. Die erhitzten Tabakerzeugnisse sind alle von der Richtlinie erfasst und nicht ausgenommen. Was hat es nun mit diesen neuartigen Tabakerzeugnissen auf sich? Das Marktpotenzial ist groß, deshalb überwacht die Kommission diese Produkte sehr streng und sammelt Daten. Wir haben vor kurzem festgestellt, dass Produkte zum Verbrauch dieser erhitzten Tabakerzeugnisse eingeführt werden. Das kann natürlich den Markt beeinflussen. In vielen Mitgliedstaaten werden diese verwendet. Diese sind aber nicht in Übereinstimmung mit der rauchfreien Umgebung, insbesondere wenn es um Kinder geht, die diesen sekundären Gesundheitsauswirkungen ausgesetzt sind. Es gab irreführende Maßnahmen zu diesen Produkten. Sie werden als bessere Alternative dargestellt, was natürlich für die Regulierungsbehörden eine Herausforderung ist. Während der FDTC im letzten Jahr COP8-Entscheidung initiiert von der EU, wurde eine Beurteilung der Produkte gefordert. Wir werden in wenigen Monaten bei der COP9 darüber berichten. Diese wird dieses Jahr in den Niederlanden stattfinden. Es ist notwendig, die Formulierung der unterschiedlichen Leitlinien anzupassen, mit dem Ziel, die Umgehung einer umfassenden Anwendung von FCTC zu vermeiden. Jetzt zu den letzten beiden Slides. Und das betrifft die Arbeit, die wir derzeit erstellen, um dieses Phänomen zu bekämpfen. In der Richtlinie, daran werden Sie sich erinnern, muss die Kommission einen Bericht erstatten, und zwar gegenüber dem Parlament und dem Rat bis zum Mai 2021. Ein Bericht über die Umsetzung der Richtlinie. Wir sind derzeit in der Vorbereitungsphase. Sie sehen hier unterschiedliche Themen, die wir bewerten müssen in Bezug auf E-Zigaretten bzw. Nachfüllcontainer, neuartige Produkte, E-Zigaretten, auf Grundlage der Marktentwicklungen. Wir erheben also Daten aus unterschiedlichen Informationsquellen über Expertengruppen, zusammengesetzt aus Mitgliedstaaten. Wir arbeiten in gemeinsamen Maßnahmen zusammen. Wir haben Eurobarometer-Erhebungen durchgeführt und werden dies auch dieses Jahr tun. Darüber hinaus haben wir wissenschaftliche Gutachten eingeholt zu E-Zigaretten, Produktwahrnehmungsstudien, die sich mit E-Zigaretten und erhitzten Tabakerzeugnissen befassen.
die wissenschaftliche Beurteilung des SHEA, des Wissenschaftlichen Ausschusses zu Gesundheit, Umwelt und neuen Risiken. Dieser Ausschuss wurde gebeten, sich zu konzentrieren auf E-Zigaretten, deren Auswirkungen, aber auch der Entwöhnung bzw. der Heranführung. Das sind Bereiche, die wir besser verstehen müssen. Und ich hoffe, dass in wenigen Wochen die öffentliche Konsultation stattfinden kann und dass dann bis zum September, Oktober dieses Jahr der Bericht fertiggestellt werden kann oder das Gutachten fertiggestellt werden kann. Und wir werden Ihnen das dann sowohl im Parlament als auch im Rat vorstellen. Vielen Dank. Muchas gracias, señor Ries. Vielen Dank, Herr Ries. Jetzt hat zunächst einmal Frau McGuinness das Wort. Bitte schön. Thank you very much, Chair. Ja, danke schön. Herzlichen Dank der Kommission für diesen ausgezeichneten Vortrag über den Sachstand. Ich habe Fragen zu diesen Themen gestellt. Wir alle wissen ja, was in den Vereinigten Staaten geschehen ist. Es ist positiv zu beurteilen, dass die Richtlinie der EU sich mit dem Thema E-Zigaretten befasst hat, aber leider nicht vollständig. Eine der Statistiken, die sehr interessant waren in der Präsentation, war die Anzahl der jungen Menschen, die tatsächlich diese E-Zigaretten rauchen. Und das stellt sich natürlich die Frage, sind das die ersten Erfahrungen? Vielleicht haben sie tatsächlich keine Zigaretten vorher geraucht, sondern sie dampfen gleich, weil es eben akzeptabler ist, in ihrer Gruppe das zu tun. Es wäre interessant zu wissen, ob das tatsächlich so ist. In den Vereinigten Staaten waren die Vorfälle natürlich äußerst besorgniserregend. Einige Aspekte der Richtlinien fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Das ist mir durchaus bewusst, aber vielleicht müssen wir uns das auch ansehen. Wir brauchen eine bessere Harmonisierung dieser Themen. CBD zum Beispiel haben Sie angesprochen, Geschmacksstoffe und so weiter. Das sind doch Themen, zu denen wir Stellung beziehen müssen auf Grundlage der uns zur Verfügung stehenden Informationen? Oder gibt es vielleicht weitere Aspekte auch zu diesen Beweisen und Belegen, zu den Gebrauchsgewohnheiten, die uns hier leiten sollten? Also es ist doch faszinierend, wenn man sieht, wie schnell sich diese E-Zigaretten ausbreiten von heute auf morgen. Ist das eine Art Diversifizierung der Tabakindustrie? Haben wir hierzu Informationen? Diese Woche bzw. letzte Woche gab es einen interessanten Forschungsbericht von einer irischen Geburtsklinik. Festgestellt wurde dort, dass Frauen, die E-Zigaretten rauchen, dass die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, genauso groß sind wie diejenigen von Müttern, die niemals geraucht haben. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt Werbung machen wollen dafür, aber es zeigt sich doch, dass hier Forschungsarbeiten angestellt werden zu E-Zigaretten in unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Werden diese Ergebnisse ebenfalls mit eingespeist in den Prozess und in die Arbeit, die auf Ebene der Kommission stattfinden? Ich freue mich, dass wir diese Diskussion führen können und den Vortrag gehört haben, denn ich denke, wir müssen ganz genau beobachten, was vor Ort geschieht, denn niemand von uns hätte vorhersehen können, dass 25% der jungen Menschen E-Zigaretten nutzen. Also das ist eine sehr hohe Zahl und wir müssen wissen, welche Auswirkungen das auf alle Bereiche der Gesellschaft hat und bei den Bereichen, insbesondere bei denen wir keine Klarheit haben, also Zusatzstoffe. Deshalb wäre natürlich auch eine Risikoabschätzung wichtig in diesem Bericht. Es ist natürlich schon schade, dass wir hier darauf warten müssen, dass uns die Beurteilungen vor Ort leiten lassen müssen im Bereich Risikoabschätzung. Aber vielleicht haben wir auch gar keine andere Möglichkeit, keine andere Informationsquelle, auf die wir uns stützen können. Dankeschön. Herr Liese, jetzt bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Kommission. Aber ich möchte die Kommission schon bitten, entweder Herr Ries oder jemand anders, der da ist, ich würde gerne ein bisschen genauer verstehen, was ist in den USA passiert. Denn das ist eine Frage, die Millionen von Menschen in Europa bewegt. Und die Antwort kann nicht sein, wir machen im Frühjahr mal eine Konsultation. Also da sollte die Generaldirektion Sante heute wissen, was ist falsch gelaufen, warum haben so viele Menschen einen Schaden durch die E-Zigarette erlitten und sind unsere Regeln so, dass das in Europa nicht passieren kann. Das finde ich, muss man nach Monaten, nachdem dieser Schadensfall passiert ist und nach mindestens 3 Monaten, nachdem die Anfrage vom Ausschusssekretariat kam,
dass wir das hier diskutieren wollen, dann muss es eine Antwort darauf geben. Und ich würde diese Antwort gerne hören von der Kommission. Vielleicht gibt es auch andere hier im Raum, die mir das gerne nachher erzählen können oder auch Leute, die das im Internet verfolgen und dazu Informationen haben. Denn das ist die entscheidende Frage. Wir hatten heute Mittag in der Health Working Group eine Diskussion über die vermeidbaren Risiken bei Krebs. Und die Aussage war, wenn wir es überhaupt vermeiden können, sind 50% der Krebsfälle sind durch Rauchen verursacht. Da gab es überhaupt keine Information, dass E-Zigaretten Krebs erzeugen. So, und wenn wir jetzt den Krebs bekämpfen wollen und wir haben die Möglichkeit, dass schwere Raucher umsteigen auf die E-Zigarette, dann sollten wir das nicht erschweren, sondern ermutigen. Auf der anderen Seite müssen wir sehr, sehr klar sagen, wir müssen alles tun, damit Kinder, Jugendliche gar nicht erst anfangen, weder mit dem Rauchen noch mit der E-Zigarette. Aber ich wiederhole noch mal, Herr Vorsitzender, wir haben reichlich Zeit. Wir werden heute deutlich vor 18.30 Uhr fertig sein. Und deswegen nehme ich mir die Freiheit, da jetzt auch wirklich was zu sagen. Also 50% der Krebsfälle werden durch Rauchen verursacht. Und wenn es möglich ist, durch E-Zigaretten dieses Risiko sehr, sehr stark zu reduzieren, denn dass E-Zigaretten Krebs erzeugen, hat jetzt noch keiner gesagt. Da müssen wir das genau untersuchen, genau wissen. Aber wir möchten die Leute natürlich nicht in ein Produkt schicken, wo es andere große Gesundheitsgefahren gibt. Und deswegen nochmal die Frage, was ist in den USA passiert und haben wir das im Griff oder müssen wir da relativ dringend handeln? Danke schön, Herr Liese. Mit der Zeit haben wir tatsächlich kein Problem. Deshalb können die anderen Redner auch länger sprechen. Also, ich werde dann auch gleich der S&D das weiter teilen. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass es unterschiedliche Tote gab. Aufgrund von E-Zigaretten zwischen 2011 und 2015 sind die Raten für die Nutzung in den USA von 0,5 auf 20, fast 21% angestiegen. In Spanien haben wir einen Bericht des Gesundheitsministeriums. Dort wird gesagt, dass die Hälfte der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren schon E-Zigaretten geraucht haben. Vor 2 Jahren war das nur einer von 5, also 20%. Die WHO hat mehrmals darauf hingewiesen, dass diese Produkte, die als absolut schädlich eingestuft werden, negative Gesundheitsauswirkungen haben und deshalb auch unter Tabakkontrolle fallen müssen. Die europäischen Rechtsvorschriften sind allerdings nicht angepasst an diese Realität. Am 28. November gab es eine Expertengruppe, die zusammengetreten ist und dort war man sich einig, dass die unterschiedlichen Flüssigkeiten, die CBD enthalten, nachteilig sein können für die Gesundheit. Einige Mitgliedstaaten haben in Bezug auf die E-Flüssigkeiten gesagt, dass es hier ein Rechtsvakuum gibt, weil diese eben nicht erfasst werden von der Richtlinie über Tabakerzeugnisse. Im Arbeitsdokument über die Richtlinie 2011 über Tabaksteuern in der letzten Woche veröffentlicht, hat die Kommission ja gesagt, dass diese Richtlinie nicht geeignet ist für den Zweck, für den sie geschrieben wurde, dass sie weiter angelegt werden muss und alle Aspekte mit berücksichtigen muss, was Tabakerzeugnis angeht, also Kampf gegen illegalen Handel, Gesundheit, Besteuerung, aber auch natürlich die europäische Agenda zur Krebsbekämpfung. Alles weist darauf hin, dass eine neue Verordnung notwendig ist, einmal in Bezug auf Tabakerzeugnisse, aber auch auf die neuen rauchlosen Tabakerzeugnissen. Jetzt möchte ich gerne die Kommission ansprechen. Es müssen die unterschiedlichen Defizite, die die Kommission selbst identifiziert hat, abgeschafft werden. Stellt sich die Frage, ob es auch angedacht ist, eine Regelung in Bezug auf die CBD vorzunehmen und um dieses Rechtsvakuum zu füllen, die Mitgliedstaaten aufgedeckt haben in Bezug auf Flüssigkeiten mit CBD. Und jetzt Frau Renette Lenoir, bitteschön.
Thank you, Mr. Chairman. I will take the floor in the name of my colleague Frédéric Ries. Ich spreche im Namen von Frédéric Ries, war Schattenberichterstatter für diese Fragen, und sie hat wirklich dazu aufgerufen, der Kommission Fragen zu stellen. Aber zunächst eine kurze Bemerkung zu möglichen toxischen Effekten irgendeines Produktes. Also wenn wir von Krebs sprechen, dann ist es so, dass der Zeitpunkt, an dem man einen toxischen Effekt eines Produktes bezeichnen kann, 10 Jahre nach dem Verzehr oder Verbrauch festgestellt werden kann. Das heißt also, jetzt haben wir keine Informationen, und das ist auch der Grund dafür. Und vielleicht können wir das erst nach 10 Jahren Erfahrung wirklich dann kommerzialisieren, wenn wir das so angehen würden. Also die Frage ist, könnte die Kommission sicherstellen, dass es keinen europäischen Fall gibt, der ähnlich gelagert ist wie der, der in den USA aufgedeckt wurde in den Mitgliedstaaten, ist außer dem belgischen Fall, den wir ja alle gut kennen. Zum Risiko von E-Zigaretten für Passivraucher oder solche, die damit beginnen. Wird die Kommission neue Initiativen in den nächsten Monaten ergreifen, um die Tabakindustrie daran zu hindern, insbesondere immer jüngere Menschen anzusprechen in ihrer Werbung? Kann die Kommission auf Studien verweisen, zum Beispiel dem Public Health Indication, dass Geschmackszusatzstoffe dazu beigetragen haben, dass mehr Menschen auf diese Art der Zigarette zurückgreifen? Und könnten Sie auch noch etwas sagen zu der Tabakrichtlinie, die dann, dazu soll es ja einen Bericht geben, Jahr 2021, wird es weiterhin einen ausgewogenen europäischen Ansatz geben, dass Vaping-Devices als wesentliches Instrument eingesetzt werden, um Menschen daran zu hindern, zur traditionellen Zigarette zu greifen. Muchas gracias, señora Trillet. Vielen Dank. Jetzt Frau Venet von der ID. Perdón. Venue, me dicen. A la tercera. Von der Renew. Nicht schlimm. Herr Vorsitzender, meine werten Kollegen, zwischen 2006 und 2017 ist der Tabakverbrauch um 6% zurückgegangen nach den statistischen Angaben von Eurostat. Es ist also so, dass die traditionelle Zigarette nicht mehr so oft verwendet wird. Die elektronische Zigarette wird 2017 in öffentlichen Einrichtungen verboten, auch in Schulen beispielsweise. Das ist sicherlich die richtige Einstellung, und das muss weiterverfolgt werden. Was die Flüssigkeiten angeht, die hier geraucht werden, da gibt es ja eine ganze Reihe von Flüssigkeiten, sagt auch die Kommission, die nicht konform sind, die auch dazu führen, dass hier mit solchen Flüssigkeiten gehandelt wird, und da kann es auch zu Vergiftungen kommen. Ich möchte auch daran erinnern, dass das sogenannte Budabu gibt als Droge. Und hier kann man auch feststellen, dass es teilweise CBD-Stoffe gibt, die in diesen Zigaretten und Flüssigkeiten enthalten sind. Was wird die Kommission machen im Zusammenhang mit der Kontrolle von Produkten, die illegal geschmuggelt oder gehandelt werden im Schengen-Raum? Gerade dieses Budabu, diese Droge, könnten Sie darauf bitte eingehen? Gracias, señora. Vielen Dank, Frau Venier. Jetzt Frau Rivasi von den Grünen, bitte. Dankeschön. Ja, es ist gerade von der Kommission gesagt worden, ich finde, es ist wichtig, dass man hier unterscheidet zwischen E-Zigarette und erhitztem Tabak, denn das sind zwei verschiedene Produkte. Beim erhitzten Tabak enthält es eben Tabak. Und da müsste die gleiche Gesetzgebung und auch Besteuerung wie beim normalen Tabak und bei Zigaretten angewendet werden. Dann zu den elektronischen Zigaretten und den Nachfüllbehältern. Da muss man vielleicht anders vorgehen. Hier geht es um die Revision der Tabakrichtlinie, wird gesagt. Aber es wird wenig gesagt zu der Überarbeitung der Besteuerung des Tabaks. Ich meine, es ist ja so, dass man da vielleicht in den nächsten Monaten von der Kommission etwas zu bekommen. Das ist die Frage. Dann zu der Frage der Kennzeichnung der elektronischen Zigarette und Gesundheit. 2014 gab es dazu eine Debatte im Rahmen der Tabakrichtlinie.
Und da wurde immer wieder gesagt, die E-Zigarette sei sozusagen nicht so besonders schädlich. Dann aber geht es natürlich um die Zusatzstoffe, die da verwendet werden, chemische Stoffe. Es gibt auch Rückstandsstoffe, die da zurückbleiben, wenn man diese E-Zigaretten raucht. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, die sich da auskennen, die wissen, dass man eigentlich noch nicht sehr viel weiß über die Folgen dieses Tabakverbrauchs oder Tabakgenusses. Und hier hat man also viel zu schnell und voreilig gewisse Produkte zugelassen. Und es wurde von der Kommission gesagt, da würde jetzt eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Aber ich warte da immer noch drauf. Also wie viele Kranke müssen wir da noch abwarten? 2600 Kranke und auch einige Tote gab es in den USA, auch in Belgien bereits einen Toten. Also hier müsste man doch fragen, warum ist diese Tabakrichtlinie überhaupt verabschiedet worden? Man wollte doch eigentlich verhindern, dass junge Menschen zur Zigarette greifen. Jetzt ist es aber so, dass immer mehr Geschmacksstoffe auch beigesetzt werden. Da hat sich der Verzehr erhöht. Jetzt hat man das bei den Zigaretten verboten und dann wird mehr zurückgegriffen auf die E-Zigarette. Gerade bei den jungen Leuten ist diese immer erfolgreicher, die E-Zigarette, 25% mittlerweile. Also ich warte wirklich immer noch auf die Studie, die nachweist, dass durch diese E-Zigarette immer weniger Menschen wirklich zur normalen Zigarette rauchen. Aber ich sehe nur, dass es im Moment immer noch in die Hände der Tabakproduzenten spielt. Also hier müssen wir doch wirklich etwas tun. Sehen wir uns mal die USA an. Die haben jetzt Geschmacksstoffe verboten. Also wir müssen der Kommission auch sagen, dass wir diese Geschmacksstoffe verbieten, wenn wir wirklich wollen, dass die Jugendlichen nicht mehr dazu greifen. Dann schaue ich mir mal die Mitgliedstaaten an. Frankreich. Frankreich ist zweites Land, was jetzt hier die E-Zigarettenverwendung angeht, nach den USA. Es gibt da zwei Moleküle, die problematisch sind bei diesen Flüssigkeiten, in der also Diacetyl und Pentanedium 2,3. Das ist verboten worden in Frankreich, Diacetyl jedenfalls. Denn man hat gesagt, da gibt es, es hat negative Auswirkungen auf die Lungen. Gut, Frankreich hat sehr gute Agenturen, die besetzt sind mit sehr guten Wissenschaftlern. Aber wie sieht's mit anderen Ländern aus? Das müsste man doch wirklich ermuntern, dass das auch in anderen Mitgliedstaaten geschieht, sodass diese Substanzen nicht mehr verwendet werden dürfen. Ich möchte wirklich die Kommission fragen, welche wirklich stärkeren Maßnahmen werden sie ergreifen, ohne jetzt da auf die Revision der Tabakrichtlinie zu warten. Also zum Beispiel Geschmacksstoffe verbieten in den E-Zigaretten, wenn sie wirklich verhindern wollen, dass Jugendliche diese verzehren oder rauchen. Und dann die Zusatzstoffe, natürlich auch da muss man ansetzen. Aber dann müssen auch da entsprechende Forschungen angestellt werden. Warum gab es Tote in den USA? Weil sie selber ihre Mischungen herstellen sozusagen. Und das wird ja auch so beworben, dass es eine Personalisierung gibt. Aber das muss viel drakonischer gemacht werden. Diese Maßnahmen müssen sehr viel stärker sein. Und gerade muss man dann auch das Internet überprüfen, denn da wird ja auch sehr viel Zeug verkauft. Gracias, señora Rivasi. No hay... Vielen Dank, Frau Rivasi. Also wir haben zwar viel Zeit, aber wenn jetzt alle das so ausreizen, dann hat die Kommission nicht mehr viel Zeit. Herr Fiocchi von der EKR, bitte. Mr. Chair, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie uns ziemlich viel Zeit geben. Ich bin Ingenieur und ich hätte hier noch gerne mehr Daten an der Hand, noch mehr wissenschaftliche Unterlagen. 24 akademische Studien zum Thema Vaping und also einer anderen Art des Rauchens sozusagen. Aber was man doch eigentlich feststellt in der Wirklichkeit, dass eigentlich alles allem widerspricht. Also bevor wir eine Entscheidung treffen, möchte ich hier wirklich eine wissenschaftliche Studie bekommen zu der Frage, was steht hier eigentlich auf dem Spiel und worum geht es ganz genau? Worin besteht die Gefahr? Gibt es eine wirkliche Gefahr für junge Menschen, die dann mit dem Dampfen einsteigen sozusagen und für die das wirklich sehr schädlich sein kann? Da möchte ich zunächst einmal von der Kommission eine wissenschaftliche Studie vorgelegt bekommen. Vielen Dank.
Gracias, señor Fiocchi. Vielen Dank. Jetzt als letztes Frau Saldemosa von der S&D. Vielen Dank. Ich werde also Englisch sprechen, habe heute kein Dänisch im Angebot. Ja, ich habe festgestellt, dass es vielleicht schwierig ist, in der Kommission eine Entscheidung zu treffen, wie man hier vorangehen kann, einfach weil es keine klaren, soliden, wissenschaftlichen Unterlagen dazu gibt, zu den Folgen insbesondere. Allerdings möchte ich doch sagen, dass viele Krebsorganisationen in Europa wirklich einen wirklich stärkeren Ansatz fordern, gerade im Zusammenhang mit erhitztem Tabak. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich bisher bei der Kommission angekommen ist. Was sehen Sie davor, um hier einen stärkeren Ansatz zu fahren und es deutlich zu machen? Ich sehe, dass einige Mitgliedstaaten hier vorangehen. Wäre es aber nicht gut, dass man gerade vor dem Hintergrund des Binnenmarktes und auch vor dem Hintergedanken der Volksgesundheit hier europaweit vorgeht und vor allen Dingen auch das Vorbeugeprinzip zur Anwendung bringt bei E-Zigaretten? Ich meine, wenn wir dann über mehr Kenntnisse verfügen, dann können wir das ja vielleicht wieder ein bisschen öffnen, wenn sich wirklich herausstellt, dass es eher harmlos ist. Also, was sagen Sie denn zu den Krebsorganisationen oder Verbänden, die da an Sie herantreten und wirklich die Alarmglocken läuten lassen? Vielen Dank, Frau Saldemosa. Und jetzt von der Kommission, Herr Rees, nochmal bitte. Vielen Dank. Ja, ich werde mein Bestes tun, um zu versuchen, die verschiedenen Fragen zu beantworten und Bedenken, die da angeschnitten wurden. Frau Güteland zunächst mal. Natürlich, bei Statistiken ist es ja immer so, dass wir uns stützen auf das Barometer. Und das war in diesem Jahr, also hier 2017, da ging es um die Frage, wie viele junge Menschen verwenden E-Zigaretten. Für das Barometer 2020 überlegen wir jetzt noch genau, wie wir die Fragen stellen wollen. Auch die Frage, ob man da nur elektronische Zigaretten verwendet oder ob es eher ein Experimentieren war. Also diese Frage muss auch geklärt werden. Da müssen sich aber die Wissenschaftler mit auseinandersetzen, wie man diese Frage am besten stellt. Ja, wir kennen die Historie dieser Richtlinie. Erst gab es den Kommissionsvorschlag, der war sehr viel restriktiver im Zusammenhang mit E-Zigaretten, was die Maßnahmen auf EU-Ebene angeht. Und dann haben wir den gesamten Prozess durchlaufen und sind eben zu den Lösungen gekommen, die jetzt in Kraft sind. Das ist eine Mischung aus Harmonisierung auf EU-Ebene und einem ganzen Fächer von Maßnahmen in den Mitgliedstaaten. Und ich glaube, diese Krisensituation in den USA hat jetzt in einigen Mitgliedstaaten dazu geführt, dass da sehr viel härtere Maßnahmen ergriffen wurden, um diesem Problem Herr zu werden. Ja, es gibt ja diese Diskussion, die da läuft, Verbot von Geschmackszusätzen oder Geschmacksstoffen, die beigemischt werden. Das läuft in einigen Ländern. Dann gibt es andere interessante Aktivitäten, dass da die Eltern oder Lehrer aufgeklärt werden sollen. Und sie sollen mit dieser Problematik erst einmal konfrontiert werden und welche Auswirkungen das haben kann. Dann Verpackung, Besteuerung. Das sind natürlich auch Dinge, die da in diesem Gesamtzusammenhang besprochen werden. Ja, zur Forschung, da versuchen wir wirklich sehr viel. Auf der einen Seite den wissenschaftlichen Ausschuss damit zu befassen, das machen wir ja im Moment. Wir wollen da wirklich auch Antworten bekommen von allen möglichen Seiten, von den Mitgliedstaaten, von den EU-Wissenschaftlern. Wir haben auch mit der FDA in den USA Zusammenarbeit, mit Japan ebenfalls. Also wir versuchen hier zunächst mal eine Evidenzbasis zusammenzutragen. Und das ist ja kein europäisches Problem, das ist ein weltweites Problem. Die WHO und das FCTC-Sekretariat führen ja da auch ähnliche Arbeiten durch.
Also, das steht wirklich oder das ist klar auf unserem Schirm, aber wir müssen hier eben noch weiter daran arbeiten, um zu wirklichen Schlussfolgerungen zu kommen. Dann brauchen wir auch diese ausgewogene Herangehensweise und müssen sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wenn wir den wissenschaftlichen Ausschuss befragen, wenn es darum geht, aufzuhören, auszusteigen, ist es besser, dann auf eine E-Zigarette umzusteigen, wenn man vorher richtiger Raucher war? Oder gibt es andere, bessere Wege? Also da gibt es noch unterschiedliche Meinungen. Da gibt es keine klare, endgültige Schlussfolgerung im Moment. Bei unseren Entscheidungen setzen wir ja um als Kommission das, worauf Parlament und Rat sich geeinigt haben oder was es da als Entscheidung gibt. Also wir tun das, was uns vorgelegt wird, aufgetragen wird. Natürlich bewerten wir auch die Situation in den USA. Es ist ja gerade gesagt worden, auch von Herrn Liese, nach den Studien der USA. Da war am Anfang nicht so ganz klar, wie diese Fälle zu beurteilen werden, denn die klinische Evidenz war sehr schwierig einzustufen. Auch wie diese Produktgruppe einzustufen ist im Vergleich mit anderen. Also unsere Schlussfolgerung ist jetzt die, also diese Lungenproblematik, das war wahrscheinlich etwas, was sich ergeben hatte durch diese Verbindung aus Vitaminen, die zugesetzt wurden in der Flüssigkeit und Cannabis-Wirkstoffen, und zwar gleichzeitig, der gleichzeitige Einsatz. Und wahrscheinlich ging es auch um die verschiedenen Dosen. Und um die Behältnisse. Also in Europa lassen wir keine so großen Nachfüllbehälter zu wie in den USA. Also da wurde auch gesagt in den USA, sie wollen da noch weitere Studien durchführen, um das besser zu verstehen. Wir haben natürlich auch unser Warnsystem ausgelöst oder könnten das auch tun, um zu sehen, was es da als Evidenz gibt. Wir haben ja das RAPEX-System. Da geht es um die Kontrolle von Verbrauchergütern, gab aber so eine Warnung noch nicht. Dann haben wir noch ein anderes System bei Gesundheitsbedrohungen. Das ist ein Meldesystem. Der belgische Fall ist wohl importiert worden aus den USA. Das war also der Patient, der ein Produkt wohl in den USA verwendet hat. Also, da haben wir gewisse Informationen, aber in den klinischen Bewertungen sind diese Dinge alle noch nicht bestätigt worden. Also deswegen haben wir hier keine wirklich genau gleiche Situation. Und es gab auch noch viele Elemente, die wir nicht genau untersuchen konnten bisher. Ja, welche Schlupflöcher gibt es in Mitgliedstaaten? Die sollen ja diese Verordnung umsetzen. Beziehungsweise die Richtlinie, und da haben sie ihre eigenen Möglichkeiten. Dann gibt es aber auch die Expertengruppen, und da können sie sich austauschen. Da können sie auch sich mitteilen und können sagen, wie weit sie sind bei der Umsetzung. Und da geht es ja um die verschiedenen Tabakprodukte. Da geht es auch um verschiedene Bereiche dieser Gesamtthematik, zum Beispiel Produktplatzierung und anderes. Also da wollen wir sicherstellen, dass es einen Kenntnisaustausch gibt in Europa, sodass wir voneinander lernen können und dann letztendlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen können. Aber im Moment können wir noch nicht genau überblicken, wie der Markt aussieht und der Verbrauch. Ich kann Ihnen nur sagen, die Anzahl innerhalb der Datenbank, die wir haben nach der Richtlinie. Wir haben 253.000 Meldungen dieser Produkte. Es geht nicht nur um E-Zigaretten, sondern auch andere Zeugnisse, die von unterschiedlichen Unternehmen erzeugt werden und die in Kombination mit diesen Produkten verwendet werden können. Das ist also ein riesiger Markt mit vielen Abweichungen und vielen Variationen.
Ja, jetzt die Frage, wie diese Produkte auf den Binnenmarkt kommen. Also jedes Unternehmen, das ein Produkt in Verkehr bringt, muss das den Behörden melden, und zwar im Vorhinein. Man kann also nicht einfach auf den Markt gehen, das Produkt verkaufen, ohne die Informationen vorher angegeben zu haben. Und da können dann auch noch zusätzliche Informationen erbeten werden, eingefordert werden. Die Mitgliedstaaten haben da auch das Recht, zusätzliche Fragen zu stellen. Die können da weitere Evidenz oder Informationen anfordern von einem Unternehmen, das bestimmte Erzeugnisse dieser Art auf den Markt bringen will. Wir wissen auch, dass das in den Mitgliedstaaten bereits so geschieht. Zu der Frage von Frau Rivasi. Erhitzter Tabak ist ein Tabakprodukt. Das stimmt, das ist anders als eine E-Zigarette. Es ist wichtig, das nochmal zu wiederholen, denn gerade in der Besteuerungseinstufung und gerade auch im internationalen Zusammenhang ist das in der gleichen Gruppe wie die E-Zigaretten. Und deswegen haben wir die Frage auch an FECC gerichtet. Und da haben wir nachgefragt, was ist es genau für ein Produkt? Und wir möchten hier wirklich vom Sekretariat von FECC Antworten erhalten, damit wir hier auch die globalen Kenntnisse verfestigen können, auch im Zusammenhang mit neuartigen Produkten. The directive more restrictive and also. Ja, und dann zum Thema Richtlinie. Frau Schaldemose, können wir da ein Verbot von elektronischen Zigaretten überdenken? Indien, da gibt es das schon. Aber das ist ein anderer Prozess. Ich glaube nicht, dass das zum jetzigen Zeitpunkt relevant ist. Haben wir zumindest derzeit nicht geplant. Hängt ja nicht zuletzt auch mit Verhältnismäßigkeit und anderen Maßnahmen zusammen. Können wir schneller mit den Mitgliedstaaten vorankommen? Wurde gefragt. Wir sind Hüterin der Verträge, agieren in Notsituationen und informieren die Mitgliedstaaten. Das ist unser Auftrag und den erfüllen wir. Wir haben das Gefühl, dass die Mitgliedstaaten jetzt stärker daran interessiert sind, tätig zu werden. Die USA haben vielleicht auch einiges ausgelöst, aber was man dann tut, das hängt natürlich auch an den Fakten, die wir dann in den nächsten Monaten erhalten. Wir hoffen, dass wir dann einen Bericht zur Umsetzung der Richtlinie im Frühjahr nächsten Jahres übermitteln können, um dann ausreichend Erkenntnisse zu haben, wie es dann weitergehen soll. Ich danke Ihnen. Ja, danke, Herr Ries. Dann kommen wir jetzt zu den Punkten 17 und 18. Darüber sprechen wir gemeinsam. Das sind zwei Sonderberichte des Berichts des Rechnungshofes. Einmal geht es um umweltökonomische Rechnungslegung bzw. Gesamtrechnung und dann geht es im anderen Punkt um die Darstellung des Rechnungshofes. Herr João Figueiredo hat zunächst einmal das Wort für den ersten. Thank you, Mr. Chairman. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte ich mich beim Umweltausschuss bedanken für die Einladung, die an den Rechnungshof ausgesprochen wurde, um diesen Sonderbericht vorzulegen zu den europäischen umweltökonomischen Gesamtrechnungen und den Treibhausgasen. Der Bericht, der wird ja gleich noch vorgestellt. Zu diesem Sonderbericht. Die erste Frage, die ich jetzt gerne stellen möchte, ist die folgende. The first question I would like to. Also, die erste Frage, die ich stellen möchte und gleich.